Es war rechtzeitig bekannt. Manfred Kolber hat uns das wissen lassen, dass er nicht mehr kandidiert, sodass also im Prinzip ein neuer Kandidat aufgebaut werden konnte. Marion Wendt gehört zu der Generation, die jetzt Verantwortung übernimmt. Marion Wendt ist jemand, der aus der Jungen Union kommt, der in der Jungen Union eine ganze Reihe Aufgaben geleistet hat, der sehr eng mit Manfred Kolbe zusammengearbeitet hat und ich glaube auch von daher das entsprechende Rüstzeug mitbringt für diese Aufgabe. Als Marion Wendt wurde ich 1985 in Torgau geboren. Meine Eltern stammen dort her und ich habe dort am Dzsopolowski-Gymnasium das Abitur abgelegt, bin dann zum Studium nach Meißen, zum Diplom-Verwaltungswirt habe ich in der Porzellanstadt studiert und anschließend in Berlin habe ich einen Masterabschluss im Verwaltungsrecht abgelegt. Ich bin Mitglied der Jungen Union, seit 2002 Vorsitzender der Jungen Union Nordsachsen seit 2004. Ist es mir ganz wichtig, auch in die unterschiedlichen Städte und Gemeinden von Nordsachsen direkt zu gehen, mit den Bürgermeistern zu sprechen, mit den Unternehmern vor Ort. Und für mich sind diese Kommunaltage, wie ich sie nenne, und wir haben ja über 30 Städte und Gemeinden in Nordsachsen, ganz wichtig, um diesen Kontakt mit Bürgermeistern, mit Bürgern, mit Unternehmen zu erfahren. Ich möchte dort die einzelnen Situationen vor Ort kennenlernen. Wie sind die Städte aufgestellt? Welche Ziele haben sie? Welche Herausforderungen und auch Probleme haben sie? Insbesondere auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Die Unternehmer sind die wirtschaftliche Grundlage in unserem Land. Und bei dem Punkt, sie schaffen Arbeitsplätze, ist natürlich wichtig, dass sie erkennen, dass die Arbeitskraft ein wichtiger Bestandteil und ihres Unternehmens ist, weil darauf basiert der Unternehmensgewinn und natürlich auch die Wirtschaftskraft des Unternehmens und dass sie auch einen Lohn zahlen, der gerecht ist, der der Arbeitsleistung entspricht, mit dem die Arbeiter und Arbeiterinnen auch ihren Lebensunterhalt alleine bestreiten können. Ich habe mich nicht an den Tarifverträgen orientiert, sondern ich habe mich an der Wirtschaftlichkeit meines Unternehmens orientiert und habe gesagt, wenn viel reinkommt, dann haben meine Mitarbeiter das Recht oder die müssen das Recht sich nehmen oder kriegen das von mir, dass sie eben dann halt auch mehr Lohn bekommen. Ich finde das richtig gut, dass junge Leute Visionen haben, dafür kämpfen, umzusetzen, auch zu Friseurbetrieben zu kommen, sich unsere Nöte, Ängste und Sonstiges anzuhören. Ich finde das richtig toll. Und dazu ist es notwendig, denke ich, dass wir an entscheidenden Stellen auch im Parlament die junge Menschen sitzen haben, die auch so denken können und realitätsnah sind, was brauchen diese Familien, was brauchen junge Arbeitskräfte für Bedingungen. Und deswegen möchte ich in den Deutschen Bundestag einziehen und würde mich über das Vertrauen freuen.